glaube 5.000 Euro sein Tuning. 5.000 Euro. Was? Du hast ja wohl völlig den Verstand verloren, oder? Der Typ kann einen eigenen Laden aufmachen. Im Endeffekt ja, ne? A Fistful of Gold. Also das ist wirklich ein neues Set. Digga, Bruder. Also, ciao. Wirklich ciao, Sparky Kaios. Wirklich ciao. Das ist doch nicht mehr normal. Jo, was geht denn ab? Alter, Bro, ich hatte gerade einen geisteskranken Traum. Junge, Alter, ich bin da richtig müde, ey. Hast du am Wochenende Zeit, dass ich mal vorbeikommen kann? Ja, also am Wochenende an sich habe ich da schon Zeit, klar. Kannst auf jeden Fall rumkommen, ne? Okay, perfekt. Gut, dann sehen wir uns, wa? Okay, gut, dann sehen wir uns am Wochenende. Dann ciao. Jo, ist offen. Kannst reinkommen. Alter, ich muss dir jetzt von dem Traum erzählen. Der sagt bloß, hey, bist deswegen hierher gekommen? Ja, ist auch dumm, Digga. Ich hab die ganze Woche jetzt abgewartet, bis ich hierher komme, um dir das zu erzählen. Er hat mich sowieso schon irgendwie gewundert, dass jetzt deswegen bis zum Wochenende wartest. Also, okay, hab ich mir ja schon so ein bisschen Gedanken gemacht, um was es da jetzt so geht. Ja, Alter, der Traum war so geisteskrank, Alter, er wollte das eigentlich sofort mit dir bequatschen, aber ich war dann wegen Arbeit und allem so durch den Wind. Vor allem, ich habe geträumt, Alter, dass einfach Silvester vorbei ist. Es ist so krass, ich habe auf mein Handy geschaut und dachte, Silvester ist vorbei. Und dieser Traum, Junge, ich habe einfach so von so geisteskranken Massen an Feuerwerk geträumt und 5.000 Euro und so total behindert. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber du weißt schon, dass das kein Traum war, oder? Also das ist wirklich passiert. Oh. Ich will jetzt nichts sagen, aber das wird auch noch viel, viel krasser. Viel krasser also? Gut, wir schauen uns das jetzt alles noch einmal an. Da, wo dieser Part aufhört, da geht auch unsere Reise an Silvester los. 18 Uhr in Berlin. Da zündet eine Frau Feuerwerk. Man kann Frauen für Feuer begeistern, das ist erwartet. Die ist jetzt mit Feuertopf. Ist neu. Da fehlen noch zwei. Es knuspert aber noch da drin. Ja, fehlt ja noch die Hälfte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie gesagt, wir weitermachen. Kommt jetzt noch Crackling? Kommt jetzt das Assi-Crackling? Ja, ne?
gleich 8 Uhr Schlag und wir werden das hier starten in der Rapid Thunder. 100 Schuss Salut in 10 Sekunden. Eigentlich wollte ich die ja gar nicht ankündigen, sondern du. Oh, naja. Achso. Ich bin fit, ready und... Ja, Finn, das haben wir jetzt nun alle gesehen. Was sagst du dazu? Es ist sehr, sehr geil. Es ist Silvatz da. Und 17.59 Uhr. Power! Power! 18 Uhr. Power! War Finn, sag mal. Lady Quicker. Na, die Mega Mine. Geil. Bauen wir jetzt schön ein und dann zeige ich euch mal, wie schön das Ding ist. Oh, geil. Alter. Richtig geil. Ein bisschen Trouble. Der Troublemaker von Euro Factory. Das ist Fakt. Was? Alter, ist die geil. Okay. Hallo, sind genauso laut wie bei der Scarlett Johansson? Ja. Nee. Alter, ist sie's wirklich? In Berlin? Krass. Was macht die denn hier? Hoher Besuch, Alter. So eine kleine. Leute, das ist eine 2019er Charge, glaube ich, ne? Die stand so ewig rum im Keller. Ja. Ich habe noch nichts angezündet dieses Silvester. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was anzünden kann, Leute. Geisteskrank schön. Boah. Vom Winde verweht. 10 Euro oder so, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall. So, Leute, Schluss mit lustig. Jetzt gibt's Power. Abfahrt. Ja? Guck mal, die ist deine, Bro. Jetzt zünden wir die mal. Ja, endlich. Wie lange steht denn die schon bei mir rum? Geil. Leute. Nicht aktuelle Charge. Das ist von 2019 oder so. Die ist auf jeden Fall schon ein Ticken älter. Power! Let's go!
nicht mehr aufhören. Oh, ey. Überlegt euch mal, Leute, die kam damals 55 Euro. What the fuck? Ist das so, ja, wir müssen auf jeden Fall schreien. Jetzt gibt es dreimal der Pyro. Jawohl. Alter, das war da mal geil. Das war richtig. Sehr, sehr, sehr geil. Rechts. Wir machen einfach mal so viel wie geht. Ja, danke. Ja. Alle weg, oder? Ja. Geil. So Leute, jetzt gibt es... Ehrlich? Von Röder in Weiß und in Rot. Mhm. Allerdings nicht ganz sachgemäß gezündet, aber macht's einfach nicht nach. Lass uns ein bisschen, ja, lass uns ein bisschen auseinanderstellen. Mann, ist das langweilig. Alter, Alter! Ja, hört sich gut an. Boah, hört sich richtig doll an. So, und jetzt Action, Alter. Also, mach auf Wasser. Wasser, auf Wasser. Wasser, Wasser. Ja, ja. Mach mal höher, höher. Geil. Boah, sieht das geil aus. Alter! Mega Aktion! Gute Alter, Idee! Alter, war das geil! Das sieht sehr, sehr chinesisch aus, aber jetzt gibt's viermal Time Rain von Nico. Genau. Dasselbe wie jedes Jahr, die ist und wird nicht schlechter. So. Hammergeil. Ein schönes Brett Tokio Kaido. Der lagert schon ein Jahr bei mir. Ja. Jetzt gibt's den. Richtig. Freunde, freut euch auf Blinker und Mass. Nein. Es ist Silvester. Ja. Einmal kurz Mitleid für den Hund in den Kommentaren. Okay, weiter geht's.
der Power. Alter. Was? Alter. Alter. Der Power. Jawoll! Reflex Cracker von Funke. Jawoll! Ja, Freunde, es hört nicht auf. Der Wahnsinn an Silvester geht weiter. Wir haben hier eine Prestige Escort. Die ist von Lennart. Die liegt auch schon ein bisschen bei mir. Hat ein bisschen lange gelegen. Bin ich jetzt mal gespannt da. Die war Power. Nee, die war echt geil. Die war richtig Gau. Gau. Mhm. Alter. Aber hier. Saphir. Warte mal. Zusammen natürlich, wie sich das gehört. Ah, Leute, die liegen aber auch schon sehr lange bei mir rum jetzt. Mal schauen. So Leute, das war der erste Part von Silvester Vorfreude 2023-24. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like da. Und hey, wenn du neu auf dem Kanal bist, dann gerne auch ein Abo dalassen. Das würde mich enorm freuen. Unterstützt dieses Video, es war wieder sehr viel Arbeit. Und ich würde sagen, freut euch auf die nächsten Parts, die kommen. Und auf die Vorfreudezeit Silvester 2023-24. Let's go!